Hallo und herzlich willkommen zusammen. Hier spricht die Shalya, ihr liebe Solopreneure. Ich bin heute ein wenig erkältet. Meine Augen sind auch ganz rot. Ich hoffe, ihr werdet mir verzeihen. Ich wollte jedoch auf keinen Fall die Gelegenheit mir entgehen lassen, heute zur Thrive-Serie ein neues Video zu drehen. Und wie versprochen, wir werden uns zwei Seiten der Medaille anschauen. Und zwar auf der einen Seite Thriving in deinem Business. Und auf der anderen Seite Thriving in deinem Leben, dein Thriving als Solopreneur, wie es dir persönlich geht. Und heute fokussieren wir ein Business-Thema. Und es geht darum, wie dein Business aufblüht, wächst und gedeiht und was es dazu bedarf. Und ich wollte ein Beispiel nehmen von letzten Freitag und Samstag, um das Thema des Tages zu verdeutlichen. Und ich habe auch noch ein anderes Beispiel dazu. Also, was ist das Thema des heutigen Live-Talks? Es geht um die Luftlinie. Sagt euch die Luftlinie was? Also, die Luftlinie ist, wenn ich zum Beispiel sage, ich bin in Frankfurt und ich möchte nach München. Und was ist der absolut kürzeste Weg dorthin? Das wäre die berechnete Luftlinie. Wenn ich wirklich dort fliegen würde und da gäbe es keinen anderen Flugverkehr, ich würde einfach eine direkte Line dorthin fliegen. Also nicht etliche Umwege über Nürnberg und Rosenheim oder was weiß ich. Und in deinem Marketing gibt es auch Luftlinien. Die Luftlinie ist der kürzeste Weg zur Kundengewinnung in diesem Fall, in diesem, was ich heute erzählen möchte. Und was ich häufig beobachte, ist, dass viele Solopreneure, gerade diejenigen, die am Aufbau ihres Geschäftes sind, nicht auf die Luftlinie fokussieren, sondern links und rechts und überall hin und her schlenkern, gerade in ihrem Marketing, um Kunden zu gewinnen. Hallo Silvia, hallo Jenny, grüßt euch. Also, das ist ja schön, dass ihr hier seid. Das freut mich ungemein. Und ich wollte das Beispiel Luftlinie in meinem Geschäft dir erklären. Also zwei Dinge, die mir aufgefallen sind in letzter Zeit. Und ich wollte mit dir darüber auch sprechen, was ein ausgeglichenes Marketingportfolio ist. Also was ein ausgeglichener Marketingkuchen ist. Ich nenne das wie immer lieber Kuchen als Portfolio, aber ich zeige es euch. Und zwar, ich war am Samstag und Sonntag, nicht Samstag, Freitag und Samstag war ich auf dem Inspi-Camp in Bonn. Vielleicht hast du von dem Inspirationscamp gehört. Das ist eine Veranstaltung von Marit Alker und von Katrin Linsbach ins Leben berufen vor 3 Jahren. Und sie halten das zweimal im Jahr. Und dort treffen sich Online-Unternehmer und Online-Unternehmerinnen oder welche, die es werden möchten. Das sind Solopreneure wie du und ich. Und die Katrin und die Marit legen vor allem besonderen Wert darauf, dass die Menschen, die dort hinkommen, sind herzgetriebene Menschen. Das sind Menschen, die Wert legen auf nachhaltigen Businessaufbau. Sie wollen nicht irgendwie einen Schuss in die Pfanne, sondern sie würden gerne was Substanzielles aufbauen. Und sie haben auch ihren Kunden im Visier. Sie wollen was qualitativ Hochwertiges und Wirksames machen. Und all diejenigen Menschen, die auf diesem Inspi-Camp sind, sind auch die Menschen, die zu meiner persönlichen Zielgruppe gehören von herzgetriebenen Solopreneuren. Und ich gehe dort auf keinen Fall hin, um Kunden zu gewinnen, sondern ich möchte mich mit der Branche vernetzen. Und doch ein positiver Nebeneffekt davon ist, dass ich Kunden dort gewinne. Und zwar jedes Mal, wo ich hingehe. Und dieser Besuch auf dem Inspi-Camp ist eine Luftlinien-Marketing-Aktivität, wenn man so möchte. Das hat sich herausgestellt über die letzten Jahre für mich. Warum? Weil Marketing funktioniert so, und vielleicht hast du schon mal darüber nachgedacht, wenn wir das herunterbrechen auf die einfachsten Elemente. Zum einen, dass du deine Zielgruppe kennst und findest. Zweitens, dass du dorthin gehst, wo sie sind, wo auch immer das ist, online oder offline. Und dass du deiner Zielgruppe eine Erfahrung schenkst mit dir, sodass sie erkennen können, wer du bist, wie du tickst, was du lehrst, dass du ein Gefühl vermittelst, wie es aussehen könnte, wenn sie mit dir gemeinsam zusammenarbeiten.
Okay? Und einige davon, die diese Erfahrung bekommen, werden mit dir weitermachen, vielleicht sofort, und einige nicht oder auch später. So, das ist die Grundidee von Marketing und alles, was wir tun, ob ein Blog, ob ein komplizierter Evergreen-Aufbau mit Autoresponder-Serie oder ein Netzwerkbesuch, hat mit diesen Komponenten zu tun. Finde deine Zielgruppe, gib ihnen eine Erfahrung. Einige werden, nachdem du eine Einladung aussprichst, mit dir weitermachen wollen und manche nicht oder später. Ganz, ganz einfach. Marketing kann so simpel sein, es ist kein Buch mit 7 Siegeln. Und das ist die absolute Luftlinie, wenn du zum Beispiel auf eine Netzwerkveranstaltung gehst, wo deine Zielgruppe sich vorfindet, deine ideale Zielgruppe. Und Folgendes ist passiert am Freitag und Samstag. Ich habe 3 Sessions gehalten. Eine Session am ersten Tag zum Thema, wie du deinen eigenen VIP-Tag gestaltest. Und ich habe 2 Sessions am zweiten Tag gemacht. Einmal habe ich Kajabi vorgestellt. Das ist das Online-System, womit ich mein ganzes Business durchführe, eine Software. Und ich habe in einer dritten Session über Preisgestaltung gesprochen. Vor allem haben wir angeschaut, wie kreierst du neue Angebote und wie fügen sie in einem aktuellen Konstrukt und wie man überhaupt zu dem großen Konstrukt herkommt. Und jede Session, die ich gehalten habe, war eine ganze Stunde lang. Das heißt, über 2 Tage gesehen hatte meine ideale Zielgruppe, die dort saß, die Gelegenheit zu erleben, wer ich bin, wie ich lehre, was meine Kompetenz ist. Und sie konnten sich ein kleines Stück vorstellen besser, wie ich ihnen helfen könnte. Okay, also 3 ganze Stunden habe ich mit denen verbracht in diesen 3 unterschiedlichen Sessions. Und was dabei rausgekommen ist, folgendes. Ich hatte 4 neue Interessenten, die entweder schon buchen oder in ein Kennenlerngespräch mit mir kommen, also aus diesen 3 Sessions. Und ich hatte 8 Personen, die mir ihre Visitenkarte in die Hand gedrückt haben und haben gesagt, ich möchte unbedingt zu deinem Event im November kommen, am 15. und 16. November. Okay? Also eine einfache Sache und eine sofortige Wirkung. Das ist die Luftlinie in unserem Geschäft. Und der Grund, warum ich das jetzt euch heute erklären möchte, ist, meine Mentorin Fabienne Frederiksen hat immer gesagt, wenn du Kunden schnell haben willst, musst du in deinem Marketingkuchen, in deinem Marketingportfolio Dinge drin haben, die eine Luftlinie darstellen. Und in ihrer Welt, in der sie gelebt hat, war ganz klar, heißt es, beweg dich weg, außerhalb von deinem Büro, geh weg von deinem Schreibtisch und von deinem Rechner. Und geh dorthin, live, echt in den Personen, wo deine Zielgruppe ist und zeig denen, was du kannst. Ja? Erschaffe diese Erfahrung. Das ist die schnellste Luftlinie zu neuen Kunden. Und was ich häufig beobachte, nicht nur bei mir selber, aber mit meinen neuen Kunden, ist, dass die das viel zu komplex machen. Sie denken, ich muss zuerst meinen Blog aufbauen, ich muss zuerst über Wochen, Monate, ein halbes Jahr oder länger bloggen. Ich muss zuerst eine Webinarreihe entwickeln und am Ende der Webinarreihe werde ich eine Autoresponder-Serie haben und dann werde ich Leute hier und dann einladen. Oder ich muss zuerst das oder das oder das oder das. Und weil sie in ihrem Büro sitzen und dort wirklich nur an Technologien arbeiten und Sales-Text und Content-Erstellung, ist es ganz lange Zeit, weil sie an mittelfristige Marketingaktivitäten arbeiten oder sogar langfristige Marketingaktivitäten, es dauert dann eine ganze, ganze Weile, bis sie erste Kunden bekommen. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich halte es für sehr wichtig, schnell erste Kunden zu bekommen, weil aus 2 Gründen. Zum einen, unsere Selbstsicherheit wird nur dann sich entwickeln als Coach, Trainer oder Berater, wenn wir wirklich arbeiten in dem Feld, wo wir unterwegs sind, in dem wir tun und üben und Erfahrungen sammeln. Das heißt, umso schneller wir da reinkommen, desto klarer wird uns, was unser Wert ist, welchen Wert wir liefern am Markt, desto leichter wird es auch fallen, weiterzumachen und auch weiter zu vermarkten. Und auf der anderen Seite, wir wollen dieses ausgewogene Portfolio. So, und deswegen wollte ich euch das vorstellen. Also ich habe hier so eine kleine Zeichnung gemalt. Und zwar, das ist der Marketingkuchen.
Und stell dir vor, dass dein Marketing, also wie du in Kontakt kommst mit deinen Kunden, besteht aus verschiedenen Kuchenstücke, die alle hoffentlich lecker schmecken, weil du hast die Marketingaktivitäten ausgewählt, die am besten aktuell zu dir passen oder wo du am meisten Lust hast, die auszuprobieren. Und ich möchte, dass du darüber nachdenkst, als wäre das eine finanzielles Portfolio. Und ich bin kein Finanzexperte, aber vielleicht hast du gehört, wenn du ein Portfolio aufbaust, zum Beispiel für deine Altersvorsorge, du möchtest Dinge drin haben wie langfristige Fonds, die ewig angelegt werden und zu einem niedrigen Zinssatz, aber dafür kriegst du die später definitiv raus. Und du möchtest welche kurzfristige, risikoreichere Anlagemöglichkeiten drin haben. Ja, wo du einen höheren Zinssatz bekommst, aber dafür ein höheres Risiko trägst und auch alles dazwischen. Bei deinem Marketingkuchen kannst du es ja ähnlich denken. Du möchtest Dinge drin haben, Marketingaktivitäten, die diese Luftlinie repräsentieren, die ich dargestellt habe. Dinge, die relativ schnell zu neuen Kunden führen, wie das Beispiel bei mir auf dem InspiCamp. Du möchtest Dinge drin haben, die mittelfristige Auswirkungen haben. Das ist vielleicht dein Blog, deine Online-Präsenz und so weiter. Und du möchtest vielleicht einige Dinge in deinem Marketingkuchen drin sein, die langfristige Visionen darstellen, wie zum Beispiel Evergreen Funnel oder überhaupt Verkaufstrichter, die überlegt und strategisch aufgestellt sind. Und jede Woche solltest du fokussieren, Dinge, die vor allem in diese kurzfristigen Aktivitäten drin sind, wenn du möglichst schnell neue Kunden an Bord bringen möchtest. Und das, was für mich funktioniert, könnte für dich anders sein. Aber meine Frage an dich ist, welche kurzfristigen Aktivitäten, welche Luftlinienaktivitäten könnten für dich in Frage kommen? Und ich möchte hier eine wichtige Unterscheidung machen, weil ich habe das Beispiel mit dem Networking gebracht vom InspiCamp, dass viele Leute diese Dinge, die in der Außenwelt da wirklich in echt offline in der Welt draußen stattfinden, ein bisschen, da herrscht ein Missverständnis. Was ist das Missverständnis? Sie denken, ja, Netzwerken ist so aufwendig, ich muss hingehen und Visitenkarten austauschen und irgendwie, das mag ich nicht, das fühlt sich furchtbar für mich an, Networking funktioniert für mich nicht. In dem Beispiel, das ich euch heute gebracht habe, ich habe nicht irgendwie nur kaltes Networking gemacht, sondern ich habe eine Heimat gefunden bei InspiCamp. Das ist ein Ort, zu dem ich immer wieder zurückkehre. Wenn ich kann, würde ich zweimal im Jahr dorthin gehen, weil ich mich so wohlfühle mit den Menschen, dass ich ohnehin gehen würde, egal ob ich Kunden gewinne oder nicht. Das heißt, bei deinen Luftlinienaktivitäten, schau drauf, dass es etwas ist, wo du dich beheimatet fühlst. Das Zweite ist, ich habe nicht einfach oberflächliche Gespräche mit Menschen geführt, sondern ich habe mich bereitgestellt zu geben. Ich habe in diesen 3 Sessions wirklich mein ganzes Wissen ohne Vorbehalt, ohne Wände aufzubauen, einfach gegeben, gegeben, gegeben. Schau, dass du Möglichkeiten bekommst bei diesen Luftlinien-Marketing-Aktivitäten, wo du wirklich, wirklich zeigen kannst, wer du bist, was du machst, wem es hilft und was die Wirksamkeit ist von der Aktivität. Wenn es sich rein um kurze, oberflächliche Gespräche handelt, das wird nicht ausreichen wahrscheinlich, um diesen Luftlinien-Effekt hinzubekommen, den du möchtest. Okay? Sehr gut, danke für die Herzis. Ich habe immer gerne ein bisschen Anerkennung, Bestätigung, fühlen, dass ihr da seid. Es gibt mir echt Mut, um weiter diese Live-Videos zu machen. Ich wollte aber noch ein weiteres Beispiel geben in meinem Online-Marketing, weil das andere war ein Offline-Beispiel. Und vielleicht habt ihr das mitbekommen. Ich habe mit diesen Live-Videos begonnen vor 1,5 Wochen, glaube ich. Ich habe mit einem ersten begonnen. Und mein Gefühl war am Anfang, okay, bevor ich mit diesen Live-Videos anfangen kann, was brauche ich? Ich brauche erst ein super schönes Facebook-Cover-Foto für oben auf diese Gruppe, weil ich wollte den Namen ändern von The Point in herzgetriebenes Business und Marketing für Solopreneure. Ich habe gedacht, ah, irgendwie brauche ich einen Namen für diese Reihe. Irgendwie brauche ich vielleicht dies, das und jenes. Und überhaupt, bevor ich mich entschieden habe, diese Live-Videoserie zu machen, um mit euch in Kontakt zu treten, war ich noch komplexer am Denken. Ich habe gedacht, vielleicht brauche ich eine Webinar-Reihe. Was braucht eine Webinar-Reihe? Es braucht eine Landingpage. Es braucht einen Ort, wo man die Webinare abspeichern kann, wo die Leute sich einloggen können. Ich brauche E-Mails dazu.
Und. Es braucht ganz viel Zeug. Aber ich habe gedacht, nein, ich habe mich hingesetzt und ich habe gedacht, was ist die Luftlinie? Was ist der schnellste Weg zwischen Frankfurt und München? Ich möchte wieder in Kontakt mit euch kommen. Ich habe in meinem Herzen Sachen, die ich mit euch teilen möchte. Das möchte ich jetzt raus. Wie schaffe ich das? Der einfachste Weg war, ich habe schon eine Facebook-Gruppe, da sind fast 500 Leute drin. Beginne mit dem und mach es so einfach wie möglich. Das ist auch ein weiteres Beispiel, wo wir manchmal einfach viel zu kompliziert und zu komplex denken, uns ein Vorbau ausdenken, die uns eigentlich hindert und uns dazwischen steht, zwischen dem, wo wir sind und das, was wir wollen, nämlich zwischen uns und den tollen neuen Kunden, die wir haben möchten. Okay? So, meine Frage an euch und meine Hausaufgabe an euch bis zu unserem nächsten Live-Treffen, was wahrscheinlich am Freitag diese Woche stattfinden wird, ich denke jedenfalls, ist die Fragestellung. Wenn du auf deine Marketingaktivitäten guckst, auf deine kurzfristigen, mittelfristigen, langfristigen Marketingaktivitäten, die gerade am Laufen sind oder in Planung, hast du genug Luftlinie? Hast du genug Luftlinienkonzepte? Und wenn noch nicht, wo machst du es in dir, in deinem Business, in deinem Marketing gerade viel zu kompliziert? Wo überdenkst du das? Wo machst du zu viel Vorbau, zu viel Konzept und Komplexität, die gar nicht notwendig ist? Was könntest du runterbauen? Und am Ende, die Essenz steht noch da, die du sehr, sehr einfach machen könntest. Das wäre meine Frage an dich. Und wenn du es jetzt schon weißt oder sobald du es weißt, schreib mir hier, ist in dem Kommentarbereich. Und heute wollte ich außerdem jetzt zum Abschluss eine vom Herzen gefühlte Einladung an dich aussprechen. Vielleicht bist du länger dabei, mich zu verfolgen, sagt man das. Also ich meine das nicht als Stalker oder sonst was, sondern du bist eine Weile dabei, hörst dir Webinare von mir an, Facebook-Live-Videos, liest mein E-Mail-Newsletter und du hast in dir das Gefühl, hey, vielleicht möchte ich meine Marketingaktivitäten, meine Marketingstrategien, meine Luftlinie mit Shelia gemeinsam herausfinden und vertiefen mit ihr in einem Coaching- oder Mentoring-Programm, das sie anbietet. Vielleicht denkst du eine Weile drüber nach, aber du hast dich noch nicht getraut, den Schritt zu machen und heute will ich es dir einfach machen. Ich werde am Ende dieses Videos einen Link hier unterhalb posten, wo, wenn du das anklickst, du dich anmelden kannst für unsere sogenannte virtuelle Kaffeepause. Und in dieser virtuelle Kaffeepause kriegst du 45 ganze Minuten nur für dich, wo mein Enrollment-Coach Simone Förster, die sehr erfahren und einfühlsam ist und die eine Person ist, die wirklich mich in allen Belangen vertritt in diesen Calls. Es wird mit dir anschauen, wo Potenzial in deinem Geschäft ist, woran du arbeiten möchtest. Und sie wird dir helfen, die Form der Zusammenarbeit zu finden mit mir, die zu dir passt und zu deinen Zielen passt und zu deinen Bedürfnissen. Das Gespräch ist kostenfrei und unverbindlich und ich werde es in nächster Zeit immer wieder mal also vorschlagen, einladen am Ende von diesen Calls. Und ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Und ich freue mich, einige von euch und euren Namen drauf zu sehen auf der virtuellen Kaffee-Einladung. Bis dahin, wir sehen uns im nächsten Live-Video. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Schönen restlichen Montag, einen guten Wochenstart.